Stimmt doch nicht. Ich habe gesagt, natürlich. Was haben Sie denn gehört? Grad, okay, also nochmal. Weil Sie haben gesagt, weil was Sie wollen. Sie haben quasi mich ja gefragt, ja, ob ich die sehe. Dann sage genau ich ja, jawohl. Schauen Sie her, wenn ich die sehe, dann brauche ich kein mehr Elebage. Das heißt, und dann kein mehr für Sie? Es ist in meinen Augen. Es ist kein Augen mehr. Ja, ich glaube, dass das der springende Punkt ist. Weil, Herr Aiwanger, was erzählen Sie da? Ja, ne? Was denn der große Unterschied ist. Ja, ja, ich gebe Ihnen da recht. Und ich sage, ich will nicht das mehr sehen. Das ist natürlich eine ganz andere Dimension. Natürlich hat Herr Aiwanger recht. Es geht ja nicht immer nur um mehr. Meine Frage ist nur, haben Sie eine Idee davon, wie das für die klingt, für die vielen, vielen anderen, die morgens aufstehen, ja, und nicht das mehr sehen? Ja, die wahnsinnig hart arbeiten, ja, die teilweise 2, 3 Jobs gleichzeitig machen. Haben Sie eine Idee? Ja, jetzt kann man sagen, okay, wenn ich das mehr nicht sehe, dann muss ich halt abwarten. Nach dem Motto, schauen wir mal, dann sehen wir mal. Oder da kann man jetzt dann auch durchaus vielleicht mal sagen, Elebage. Oder wir haben in Bayern heute, hier und heute, Millionen von 10 Sehen. Ja, natürlich. Und der Habeck darf sich in Bayern keine drehen. Nein? Nein. Wir haben beispielsweise auch Käse in Bayern. Oder ich kann beispielsweise auch tagelang in Bayern Skilaufen. Auch dann brauche ich kein mehr. Also nein, ganz kurz. Nein, ja, ganz kurz. Einmal bei dem Punkt. Ich will nur einmal verstehen. Herr Aiwanger, bevor wir uns jetzt in der Semantik verlieren, ja, hätte ich eine ganz andere Frage. Wie, ja, würden Sie das denn lösen? Erstens einmal, indem ich von Anfang an genauer hinschaue, denn wenn ich die sehe, dann brauche ich kein mehr. Nochmal, Sie beschreiben jetzt schon wieder die Situation. Genau. Ich würde gerne, und das geht aber. Dann sagen wir immer du und dann ist die Mama schuld und dann ist die Oma schuld, aber nie der selber und dann ist immer die Polizei schuld. Wenn jemand was sagt, dann ist er Richter, am Ende ist der Polizist schuld, der Richter schuld und am Ende ist Deutschland schuld und sagen die da oben. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, ich war mit dem Satz noch nicht fertig. Sie haben da schon die Analyse begonnen, da war ich noch nicht fertig. Ich habe gesagt, die regieren nur für die Mehrheit und damit bin ich der Überzeugung, läuft das nicht mehr richtig. Also es kommt schon darauf an, ja, ob man dort auch genauer hinschaut. Ampel sagt uns egal, wir haben die Mehrheit, wir ziehen das jetzt durch und wir sagen, daraus entwickelt, okay, sich eine Anti-Sehen-Stimmung. Okay, ja. Und wenn ich den Satz noch sagen darf, und letzter dann bin Satz ich überzeugt, ja, dass wir jetzt wirklich schneller schauen müssen und nicht auf den Fuß, die Mütze oder auf den See, sondern einfach auf die See. Denn wenn ich hier sehe, dann brauche ich kein mehr. Also das ist schon wichtig und darum bin ich überzeugt, dass das Wegschauen, dieses liberale Wegschauen, ein großer Fehler ist. Wir drehen uns gerade im Kreis, Herr Aiwanger. Wir haben ja gerade geklärt, was sozusagen die verschiedenen Perspektiven auf das Thema sind und es ist komplex. Das habe ich noch nicht gesagt. Nein, ganz kurz, lassen Sie mich die Frage stellen. Ich habe nichts in den Mund gelegt. Meine Frage ist nur, sind Sie wahnsinnig? Haben Sie eine Idee? Ich schiebe Sie nicht in irgendeine Ecke. Genau, und ich gebe Ihnen jetzt die Antwort. Herr Aiwanger, Sie sind doch wahnsinnig. Also Sie sind doch wahnsinnig, ja, und ich quasi auch. Ja. Das ist eine interessante Vorstellung. Ist nichts, was mir Angst macht. Also, um Gottes Willen, ich habe nichts gegen die Bayern. Sie sind als stellvertretender bayerischer Ministerpräsident, ja, ein kleines, vielleicht folgen Sie mir ganz, ja, kurz, ein kleines sympathisches Bauernkind. Ja, ich auch. Ein knackiger Bauern. Also, ich will nur sagen. Probieren wir es mal. Ernsthaft? Ich bin doch nicht blöd. Ist doch eindeutig anhand der Antwort. Haben Sie gerade gesagt. Was war das? Ich kann ja die Dinge nicht beschönigen. So, was glauben Sie, wie das bei denen ankommt? Mit der Masche kriegen Sie mich nicht. Stopp. Sie haben so einen komischen Verfolgungswahn. Ich will nur etwas verstehen. Ja. Welche Angst haben Sie denn? Vor mir müssen Sie keine Angst haben. Also das ist ja nur himmelweiter Unsinn. Ihr spinnt wohl. Ich werde mich jetzt über dich beschweren und sagen, Gangbangs kriegst du nicht mehr. Das ist dann für dich jetzt verboten. Dann geht das nicht. So schaut's aus. Können Sie sich ausmalen? Ich finde das eine schwierige Formulierung. Deswegen habe ich einfach auch gesagt, ich bin der Bangboss. Nochmal, die Formulierung fand ich interessant. Ja, das kann man jetzt dreimal drehen und dann ist das ein besonders böses Wort gewesen. Ich sag, Nein, das läuft so nicht. Ja. Ja. So. Aber andersrum auch nicht. Genau. Sie sind jetzt hier in diesem Fernsehstudio. Ich sage es Ihnen, wie wir das in Bayern lösen. Ich war vor kurzem in München in einem Gasthaus, in einem Restaurant essen. Wann war das? Gestern? Vorgestern? Das war 2015.
dann sitze ich also natürlich rechts außen an meinen Tisch, an meinen politisch und die heimische Justiz am juristisch. Und dann, jetzt bringen wir das trotzdem auf den Punkt, habe ich einen Haar in der Suppe gesehen. Und dann kommt am Ende plötzlich ein intensiver Durchfall raus. Jetzt kann man fragen, wie man mit der Situation umgeht. Und ich sage ganz ehrlich auch, ich habe dagegen kaum mehr ankämpfen können. Ich habe gesagt, ich kann jetzt nichts mehr gewinnen, sonst werde ich überrollt. Und so bin ich mal schnell rausgelaufen und habe mich eben dort direkt in der Küche massiv erleichtert. Da braucht man gar nicht so weit gehen. Und das hat funktioniert. Also diese Dinge sind bei uns nicht weit weg vom Tisch. Ich nehme Sie ernst. Ich höre Ihnen genau zu. Ja, Sie dann lassen Sie mir den Satz aussagen. Darum sage ich, in Bayern haben wir den Fakt, dass der richtige Bayern beim Essen regelmäßig, repräsentativ, massiv, konsequent, intensiv und ordentlich in die Küche kackt. Das haben Sie gesagt, nicht ich. Genau. Genau. Okay. In Bayern wird das hier zelebriert sogar. Das wird zelebriert, Neubürgeraufnahme. Das ist ein feierlicher Akt. Das ist am Ende die Auszeichnung für dich, wenn du selber nicht mehr richtig das Wasser halten kannst. Dann bekommst du zur Krönung mit Handschlag deinen Pass verliehen. Du bist hier mit Bayern. Aber das würden Sie dann jetzt sagen, das ist das Konzept? Genau, weil der Grüne oder die Ausländer kann das Gott sei Dank nicht so in den Griff bekommen. Der kriegt es tagelang nicht in den Griff. Auch der türkische Arbeiter, der schafft das noch nicht, weil er übergibt sich hier schon gleich so nach dem Motto, da ist ein Haar in der Suppe gewesen und der Herr Söder traut sich nicht mehr. Und Herr Scholz, kann man jetzt sagen, der findet noch nicht mal in die Küche. Dann sind das Parallelwelten, aber das erwartet man heute nicht mehr. Und das ist für mich ein zu liberales Aushändigen unserer Pässe. Nein. Also wo wollen wir denn hin? Wollen wir die Dinge beim Namen nennen oder wollen wir Wordingsdebatten führen? Das ist interessant. Ja, wenn es sich für Sie so angehört hat, sind wir ja einer Meinung. Nein, das merken Sie, ne? Doch. Ich sage Ihnen die Antwort auf Ihre Frage. Und wir können auf die wissen Sie, was das Thema ist? Es ist interessant, was da gerade passiert. Ich habe das Gefühl, Sie unterstellen mir, dass ich ähnlich unterwegs bin wie Sie auch. Sie haben das Gefühl, das könnte ich möglicherweise auch. Ich könnte das auch, aber ich mache das nicht. Ich bin offen in dieses Gespräch gegangen, als Sie schon begonnen haben, habe ich gesagt, auf was will er denn raus? Und jetzt gebe ich Ihnen ganz kurz die Antwort auf die Frage. Die dort arbeiten, die kommen mittlerweile auf mich zu und sagen, wir wünschen uns das. So nach dem Motto, wenn alle Stricke reißen, könnte man ja in die Küche. Stopp. Das ist der Punkt. Und trotzdem sagt die Herrschaft, also das Restaurant zu mir, das kostet mich 100.000 Euro mit Sanierung des Hauses. Du darfst die Küche nicht mehr betreten, da darfst du nicht mehr rein. Seit 8 Jahren darf ich nicht mehr in die Küche. Und deswegen schlage ich Alarm. Nach 8 Jahren. Das finde ich interessant. Das ist etwas, was ich hier häufig so beschreibe. Das ist ein Versagen. Das Vorgehen ist in meinen Augen ein Fehler. Das ist jetzt 8 Jahre her. Und das kann sie zwar durchhalten, aber auf Dauer führt es zu Frust. Verstanden. Sie sind wahnsinnig. Ja, auch das ist gewiss. Ja. Das ist absolut richtig. Ich will nur sagen, der Sound. Ja. Ich sag mal ganz ehrlich, jemand, der mir einen Teil quasi auf den Tisch legt, den will ich nicht haben. Verstehen Sie? Wir stehen uns selber im Weg als Deutschland. Das ist eine andere Debatte. Aber genau das habe ich gesagt. Also, was Sie da gehört ich habe ganz viel gerade gehört. Aber Sie machen das häufiger. Ich habe das ja auch beobachtet. Aber es gefällt mir weiterhin. Ganz offenkundig. An wen denken Sie dabei? Können Sie sich ausmalen? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mein Problem ist, mir ist unfassbar schlecht, wahnsinnig schlecht. Ehrlich, sehr, sehr, sehr schlecht. Nein. Merkt, dass Sie mir das Wort im Mund haben. Nein. Wo ist der Beweis? Jeder haut doch hier in die Grütze in dieser Republik und der Aiwanger soll immer gezähmt werden. Jetzt mit Mühe und Not, dass er noch bayerisch reden darf, dass er noch hier. Okay, das ist nochmal ein anderes Thema. Egal. Ja, ist ja gut. So. Was ist da schiefgelaufen? Voller Wärme und Liebe, so habe ich es jetzt nicht empfunden, aber es war nicht bösartig. Nein, es war nicht bösartig. Es war nicht bösartig.